Frankfurt oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, zumindest sagt das mein Chat, ist da Frankfurt, alle Frankfurter, seid ihr gerade hier, der giftigste Ort der Welt, hm? Frankfurt, jetzt ist es raus, was ist der giftigste Ort der Welt? Simpli Mimplicissimus, hallo hier die Simplicissimus Headquarters, er schaut schon sehr giftig aus, Das ist der Monte Cali bei Heringen nahe der hessisch-thüringischen Grenze. Der Monte Cali, okay. Ein gigantischer Berg und beliebter Stopp für Touristen und Fotografen. Das hier ist die Werra, ein knapp 300 Kilometer langer Fluss, der im Thüringer Wald entspringt und in die Weser mündet. Und das hier ist die Untertagedeponie Herfa-Neurode. In den alten Salzstollen werden in 600 Metern Tiefe hochgiftige Stoffe unter Verschluss gehalten. Mit ihren 3,5 Millionen Tonnen Giftmüll gilt sie oft als Damn, toxic. Da sind lauter Kuchen-TV-Videos drin, oder was? Giftigster Ort der Welt. Spaß. Der Fluss, ich bin ein Freund von Kuchen-TV. Der Berg und die Untertagedeponie haben etwas gemeinsam. Sie bedrohen die Ökosysteme der Region und bergen die Gefahr, das lokale Trinkwasser für Generationen zu vergiften. Damn. Glaubst du, sind dann dort die Grundstückspreise günstiger? Das ist immer so bitter, wenn ich mir so denke, so, boah, wie gern hätte ich ein großes Grundstück. Und dann siehst du so überall Felder und sowas, aber das ist halt kein Baugrund, obviously. Ne, das gehört halt den Bauern. Der Fluss und der... Da zahlst du für so ein Mini-Dings, die Bums, die zahlst dann 200.000 Euro. Naja, dann brauche ich halt nichts mehr Berg essen heute. Berg belasten die Umwelt bereits seit Jahrzehnten. Bei der Untertagedeponie ist es laut Kritikern nur eine Frage der ist Zeit. Ist ja nur Hessen, gell? Ist ja nur Supergau. Hessen. Wir sind über die letzten Monate in ein sehr tiefes Rabbit Hole geklettert. Aus einem Video zur größten unterirdischen Giftmülldeponie. Leitenwing spendet 5 Dankeschön, Euro Leitenwing. Auf entspannten Johannes. Dankeschön, schon gleich. In der Welt ist etwas noch viel Größeres geworden. Behörden, Journalisten und Wissenschaftler, die machtlos wirken und teilweise offenbar eingeschüchtert wurden. Wir standen vor dem Berg und an dem Fluss, der in der Region für so viel Verwüstung sorgt. Die Fäden dieser Geschichte laufen bei einem deutschen Großkonzern zusammen. K+S ist der größte Salzproduzent der Welt und betreibt etliche Bergwerke in der Region. Wir haben mit dem Unternehmen telefoniert und wollten ein Interview mit ihnen führen. Wie schon am Telefon besprochen, erschließt sich uns der... Imagine, die rufen die so an. Ja, grüß... Sehr... Lightwing hat geschrieben, hier... Haargeld ist wie Kindergeld, nur dass es für eine neue Frise gedacht ist. Ey, was hast du gegen meine Frisur? Vielen Dank für die 5 Euro. Ich werde sie investieren für den Edgar-Cut. Ich bin straight auf dem Weg in die Switzerizzi zu Wisdom Blends. Nun der sehr umfassende Ansatz Ihres Berichtes nicht, der offenbar eine direkte Verbindung zwischen Untertagedeponie, Kali-Produktion und Zukunftsprojekt Werra 2060 herstellt. Wir bitten um Verständnis, dass wir vor diesem Hintergrund für ein Interview vor der Kamera nicht zur Verfügung stehen. Wir probieren es aber trotzdem mal mit dem umfassenden Ansatz. Schauen wir uns die vielen Geschäftsfelder wie viel für Edgar? Das mach ich nicht. Von K+S mal genauer an. Wie hängen sie miteinander zusammen? Warum sind sie teils so gefährlich und zwingen uns hunderte bis tausende Jahre in die Zukunft zu planen? Warum können große Konzerne die Welt so negativ beeinflussen? Wegen Cash Money. Das ist mir scheißegal, wenn ich da ein fettes Unternehmen habe und ich bin mit den Politikern gut und so und ich lebe da das Life, ne? Dann denke ich mir, naja, die nächsten 4, 5 Generationen, die werden es noch backen und der Rest ist mir halt auch schon wurscht. Im Endeffekt ist es echt interessant, was in Zukunft passieren wird, weil es ist ja nicht nur die Gefahr durch halt solche Geschichten, dass wir das halt, dass wir da halt die Erde kaputt machen, sondern vor allem halt auch, so jetzt geht es uns allen noch halbwegs gut, ne, sag ich jetzt mal, also finanziell, natürlich geht's, wenn du so den Vergleich ziehst zu, keine Ahnung, 1990 oder sowas, dann denkst du, naja, moin, nicht unbedingt so. Easy, Dankeschön für den Sub, aber ich meine, wir können uns alle immer noch Brot und Wasser leisten und ein bisschen Holy und sowas, also die Grundnahrungsmittel. Nur das wird halt auch nicht immer so sein, wenn es jetzt so weitergeht, wie es jetzt gerade eben weitergeht, weil ich meine, die Inflation steigt schneller als deine Gehaltserhöhungen. Und da bin ich halt mal gespannt, wie das in Zukunft aussehen wird, ne? Achten auf die Natur und geben ihr Nährstoffe zurück. Wir sind Vorreiter für umweltschonenden Bergbau. Weil ich meine, in Wahrheit ist ja das Geld
ist ja das Geld innerhalb von dem Wirtschaftssystem auch voll der Scam. Weil ich meine, du kannst immer mehr drucken. Naja. Wir sind K plus S. Jonas und David. Ach, Lenz und der Clemens, die machen das. Das ist cool. Also ich interessiere mich auch voll für solche, also für so Blender-Geschichten und sowas. Und ich glaube, ich bin zu blöd dafür, um das zu lernen. Ja, aber das ist schon sehr, sehr geil. KS-Freak? Ja. Dann steigt aber die Inflation. Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Es kommt immer mehr Cash rein ins Wirtschaftssystem und alles wird einfach inflationär beschissener. Clemens Alive, glaubst du? Clemens Alive animiert jetzt. K plus S ist ein Bergbauunternehmen und fördert Kalisalze. Die braucht man für Dünger in der Landwirtschaft, industrielle Prozesse, Lebensmittel oder die Pharmaindustrie. Mir wird erst jetzt klar, dass wir uns eigentlich einen Vortrag von einem Lehrer hier anschauen, aber einfach weil das cool animiert ist, ist es voll spannend. Auch die Kochsalzlösung für die Corona-Impfung kommt von K plus S. Das größte Bergwerk des Unternehmens liegt an der Werra. Die unter Tage abgebaute Fläche hat die Größe von München und seinen Vororten. K plus S geht hier seit 1972 einer lukrativen Nebentätigkeit nach. Wenn man Salz aus 600 Metern Tiefe holt, wird ganz schön viel Platz frei. Damit kann man doch bestimmt noch etwas anstellen. Ja. Coole Streaming-Keller einrichten. Die Untertagedeponie Herfer-Neurode liegt an der Grenze zur ehemaligen DDR. In dem riesigen unterirdischen Labyrinth landen seit 50 Jahren gefährliche Abfälle, belastet mit Cyanid, Arsen, Quecksilber und anderen hochgiftigen Stoffen. Insgesamt lagern hier da in diesen blauen Fässern ist Just Legends drin. Hier über 3,5 Millionen Tonnen Giftmüll. 60% davon stammen aus Deutschland. Es sind vor allem Ruß und Asche aus Müllverbrennungsanlagen, kontaminierte Böden und Bauschutt. Die Abfälle kommen auch aus der Chemie-, Metall- und Automobilindustrie. Das alles wird in Fässern und sogenannten Big Bags in die leeren Stollen gebracht. Sagen wir, von der Organisation her hatte ich immer den Eindruck, K plus S ist recht gut strukturiert und organisiert. Auch die ganzen Prozesse der Eingangskontrolle, dann des Transports unter Tage, der Einlagen, all das funktioniert ganz gut. Markus Buser ist Geologe und Sozialwissenschaftler. Er hat für die Schweiz nach einem Atommüllendlager gesucht. Er war auch schon oft in Herfer-Neurode und kennt die Anlage sehr gut. Können wir nicht eigentlich so die gefährlichsten Materialien der Welt einfach ins Weltall schicken? Können wir nicht einfach rausschleudern und sagen, naja, ist nicht mehr mein Problem? Ich meine, das ist jetzt eine blöde Frage. Wahrscheinlich ist es halt zu viel davon, ne? Aber wenn du dir jetzt so denkst, okay, wir stapeln das einfach in so einer fetten Rakete, jetzt nicht so alle Tonnen, also nicht jede einzelne Tonne oder so, aber ich meine, das wäre das Beste. Das ist zu teuer. Ich gebe 10 Euro rein. Allein die Rakete? Ja, lol, teuer? Ja, klar. Wenn die Rakete explodiert? Ja, aber es wäre ein cooler letzter Moment, wenn du so drüber nachdenkst. K plus S verdient Geld mit der Entsorgung des Giftmülls. Pro Tonne erhält der Konzern knapp 200... What the fuck? Hä, das kann ich auch machen. Bei meinem Nachbar ist genug Platz. 60 Euro. Jedes Jahr werden 60 bis 70.000 Tonnen angeliefert. Ja, okay, das kann man nicht einfach wegschießen. Salzstöcke haben gegenüber sonstigem Gestein und oberirdischen Deponien den Vorteil, dass sich die Hohlräume mit der Zeit zusammenschieben. So umschließt das Salz langsam den Müll und macht ihn zum Teil des Salzklumpens. Dadurch werden Risse und Spalten verschlossen, durch die sonst zum Beispiel giftiges Gas austreten könnte. Doch Salz hat gleichzeitig auch eine sehr gefährliche Eigenschaft. Es löst sich in Wasser. Dort, wo ich die Probleme namentlich sehe, das sind die Langzeitaspekte. Und vor allem die Idee, dass man ein solches Lager über geologische Zeiträume trocken halten kann. Laut K plus S ist die Anlage für 100.000 Jahre sicher. Dabei berufen sie sich auf den sogenannten Langzeitsicherheitsnachweis. Das ist ein hunderte Seiten langes Dokument mit Berechnungen, Modellen und Szenarien. Er wird alle 4 Jahre angepasst.
Für solche Sicherheitseinstufungen ist die Zusammensetzung und Struktur der Erdschichten besonders wichtig. Was kann man da großartig anpassen, wenn es für 100.000 Jahre jetzt hält? Da kannst du mir nicht sagen, dass es in 4 Jahren irgendwie nur noch so 80.000 sind. In Herfanerode. Sie haben es getestet, ja. Die haben da unten noch ein anderes Lager gefunden von vor 100.000 Jahren. Das ist crazy. Liegen hunderte Meter verschiedener Gesteinsschichten über der Deponie. Erst Buntsandstein, Grundwasser und dann 4 wasserundurchlässige Tonschichten. Die Deponie selbst liegt in einer 300 Meter dicken Salzschicht. Es wäre eigentlich voll funny, also eigentlich wäre es nicht funny, aber irgendwo wäre es halt schon funny, wenn wir so aus dem Weltall, weißt du, wenn sich das ein anderer Planet auch so gedacht hat, so yo, schicken wir einfach irgendwas ins Weltall und dann kriegen wir einfach so eine Lieferung, wir denken so, oh mein Gott, Kontakt mit Aliens und dann machen wir das so auf, ne? Und dann ist da ja so radioaktiver Scheißdreck drin oder so. Das wäre cool. Also es wäre jetzt nicht praktisch, aber es wäre schon irgendwo funny, oder? Niemand weiß, dass es in 100.000 Jahren sein wird. Was war mit der Erde vor 100.000 Jahren? Ich denke, sie haben schon irgendwo recht. Also vor 100.000 Jahren, wie tief haben die gesagt, ist das? Das ist irgendwo, keine Ahnung, 50 Trilliarden Kilometer in der Tiefe oder so. Und ich glaube, vor 100.000 Jahren wird es ungefähr gleich gewesen sein. Ich meine, was kann großartig passieren? Das kontinentale Erdplatten verschieben oder wie man das nennt. Und dann halt sowas wie Wasser, sowas wie, ja eben auch Erdbeben oder sowas, dass sich da irgendwo ein Spalt bildet oder sonst was. Aber ich glaube, weiß ich nicht, vor 2000 Jahren ist gerade mal Jesus geboren. Das kommt mir schon so ewig lang hervor. Ja, ich kann mich auch noch erinnern. Ja, I don't know. Zeichnen für das Sicherheitskonzept in Herfanerode. Vor 100.000 Jahren ist der Homo sapiens nach Europa gekommen. Damn. What the fuck? Ist das mehr Barrierensystem? Aber wie kann das sein, wenn die Erde vor 2000 Jahren entstanden ist? Zusätzlich zu den von Natur aus vorhandenen geologischen Barrieren werden weitere technische Barrieren geschaffen. Alle Einlagerungskammern werden mit Mauern abgeschlossen. Was sagt ihr jetzt, Alle Swift Verbindungen Peace? Zwischen Deponiebetrieb und Kaligewinnung werden durch Dämme vollständig verschlossen. K plus S schreibt uns, die Lagerstätte hätte... Das ist 100.000 Jahre haltbar. Bruder, bau mir ein Haus daraus. ...hätte 250 Millionen Jahre auf dem Buckel und sei in der Zeit quasi unverändert geblieben. Aha. Deshalb gehe man davon aus, dass sich die Lagerstätte auch in der Zukunft nicht verändern wird. Ja, Busa okay. Und weitere Experten zweifeln an so langen Vorhersagen. Die Lagerstätte hätte sich in den letzten 100 Jahren maßgeblich verändert. K plus S hätte schließlich ein gigantisches Bergwerk in den Salzkörper gebaut und jährlich mehrere Millionen Tonnen Salz aus dem Boden geholt. Das stimmt auch wieder, ja. Dieses Salzlager ausgehoben, das heißt, es gibt Zugänge und Riesenfelder, die sich senken. Dies zu kontrollieren, dass da nicht Wasser entlang all diesen feinen Klüften oder eben diesen Schachtzugängen hindurchsickert, das muss mal zuerst nachgewiesen werden. Für mich ist das ein Papiertiger, wie gesagt. Es ist nicht ein Beweis, sondern es ist ein errechneter Nachweis. Und errechnete Nachweise auf Modellannahmen, die sind keine Beweise. Wem fällt eine bessere Methode ein, um sowas einfach aus dem Weg zu schaffen? Jetzt rein theoretisch, naja, ins Meer kannst du es ja auch nicht kippen. Das wäre auch nicht gerade smart, ne? Kommt was? Sterben wo viele Viecher? An das Salz könnte das Bergwerk laut Busa instabil werden. Das könnte zu Gebirgsschlägen führen, die Anlage noch anfälliger für Wasser Aufessen? Machen könnte. Wohl möglich, wenn nicht auch wahrscheinlich ist. Nicht produziert? Nein, ist keine Option. Dass irgendwann Wasser bis zu den Abfällen hinkommt. Diese große Giftsuppe, das steht unter Druck und das wird dann irgendwie herausgepresst. Also das ist auf eine Art wie bei Pickel, die kommen raus und plötzlich platzen sie und gehen an die Oberfläche. Die technischen Mittel verbessern sich zwar immer weiter, doch es gibt bis heute Probleme mit Wasser in Salzminen, die Müll lagern. Laut Busa ist die Untertagedeponie Stockermin im Elsass besonders gut mit Herfanerode vergleichbar. Das ist so krass eigentlich, wenn du dir so denkst, okay, seit wann sind Menschen eigentlich so industriell? Seit, weiß ich nicht, 150 Jahren ungefähr? Ich meine, du kannst mir jetzt nicht erzählen, dass im Jahr 1800 großartig irgendwelche so riesige Projekte entstanden sind. Ich weiß es nicht, vielleicht hat man damals auch schon einfach Müll, also giftigen Müll so in dem Ausmaß produziert. Circa 200 Jahre, ja gut.
Dann sag mal, vor 1850 ist so gut wie nichts passiert. Jetzt haben wir 2024 und wir haben zig Tonnen Müll irgendwo in einer Salzmine in Deutschland. Es ist schon mal gut, dass es in Deutschland ist, aber es ist halt trotzdem ein Problem, weil ich meine, du denkst dir jetzt so, oh fuck, was ist, wenn das in 100.000 Jahren nicht hält und dies und das und jenes? Scheiß mal auf in 100.000 Jahren. Weißt du, wie viel Schaden in den nächsten 200, 300 Jahren noch angerichtet wird? Darum geht's ja nicht. Also natürlich geht's erstmal darum so, okay, wir haben jetzt ein Problem, wie schaut das aus in 100.000 Jahren? Aber ich meine, what the fuck? In 100.000 Jahren angeht, aber die Menschen wird's noch geben. Was ich mir gar nicht wirklich vorstellen kann, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass die Menschen immer noch geben wird. Einfach weil halt so nukleare Waffen und sowas, da wird es sicher mal irgendeinen fetten Unfall geben und dann werden alle ausgelöscht und sowas. Die Erde wird es safe noch geben, es wird safe noch Viecher drauf geben. Allerdings, angenommen, in 100.000 Jahren würden Menschen immer noch existieren, glaubst du, bis dahin haben die kein neues Projekt entwickelt, wo man einfach irgendwo Müll oder sowas halt lagert? I don't know. Wir haben da ein sehr gutes Beispiel jetzt in Frankreich mit dieser Untertagedeponie Stockamin, bei der sich alle Experten einig sind, dass Wasser in die Grube eindringen wird und nach ein paar hundert, vielleicht höchstens ein paar tausend Jahren, dass dieses Wasser dann ausgepresst wird und dann in das Grundwasser des Rheintales fließen wird. Bei der Suche nach Endlagern für hochgiftige Stoffe sind die zeitlichen Dimensionen extrem groß. Man plant für mehrere hundert, vielleicht tausend Jahre. Was passiert, wenn K+S seinen Betrieb vor Ort in 50 Jahren einstellt? Andere Überlegung. Ich kenne mich nicht aus. Das ist wahrscheinlich eine voll blöde Sache, die ich jetzt sage. Aber ich habe in Chemie, K-E-M-I-E, haben wir damals einen Lehrer gehabt und der hat uns ein Experiment vorgeführt. Ne? Der hatte die eine Substanz und der hatte die andere Substanz und dann hat er die zusammengemischt und dann wurde das basisch und dann hat er es einfach vor unseren Augen getrunken. Der ist dann gestorben. Na, Spaß. In Chemie. Und rein theoretisch könnte man nicht auf einer chemischen Ebene, K-E-M-I-E-schen Ebene, herausfinden, was das für eine Zusammensetzung ist und dann quasi so ein Gegenmittel in die Welt setzen. I don't know. Und das dann trinken. Ich könnte meinen Biolehrer anrufen, meinen Chemielehrer anrufen, ob der das dann trinken will. Die Untertage. Nein. Wird gemacht. Die Deponie wird verschlossen, der Konzern zieht sich zurück und überlässt die Anlage sich selbst. Wer trägt dann die Verantwortung? Es ist Kernspaltung und nicht atomar, sondern subatomar. Alles klar. Ey, wenn das der Echsenmann sagt dann? Schiebt sie in die Zukunft und sagt, es ist eine absolut sichere Situation. Wenn was passiert, sind alle Leute, die die Entscheide getroffen haben. Nicht wegen alle Euro wegen Chemie. Wer sagt Chlor, Schlor? Sind tot. Sie sind nicht mehr belangbar. Oh fuck. Das ist ein riesiges Problem. Und die künftigen Generationen dürfen dann mit dem Problem fertig werden. Eine Millionen Tonnen. Also jetzt Real Talk, jetzt wenn der das so sagt, ich glaube, die Menschheit schon gepiekt, sind wir uns ehrlich. So 2000 könnte wirklich so der Peak gewesen sein, weil da hast du noch günstige Sachen gehabt, du hast auch günstige Grundstücke und alles gehabt. Und jetzt so ist alles sehr teuer, du kannst kaum noch so mithalten oder zumindest jetzt so bei ich sag jetzt mal, in dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin. Und jetzt hast du halt noch solche Probleme zusätzlich. Also ich glaube, besser wird's nicht, oder? Eine schwere Giftsuppe auslöffeln ist teuer. Die Schäden sind so groß, dass sie fast nicht mehr bezahlbar sind für so ein Unternehmen. Es ist immer der Staat, der am Schlusszahl. Der Staat hat auch einiges dazu beigetragen, dass diese Situation sich so entwickelt hat. Ja klar, hat. Safe. Es ist die Allgemeinheit, die dann zur Kasse gebeten wird. Die Asse 2, ein Salzbergwerk in Niedersachsen, wurde in den 60ern und 70ern zu einem Endlager für Atommüll umfunktioniert. Die Anlage galt damals als sicher vor Wassereinbrüchen. Einige Experten widersprachen dieser Einschätzung und sollten Recht behalten. Man hat noch ganz wenig Erfahrungen, wie sich Bergwerke über einen langen Zeitraum verhalten. Ab 2033 soll der hier eingelagerte Atommüll für mehrere Milliarden Euro wieder hochgeholt werden, weil Wasser eingetreten ist. 4,7 Milliarden Euro, Bro. Das war 1965, Bruder. Das ist gerade eben erst passiert. Ja, in den Bergwerken.
Bergwerke werden vom Bund getragen. Na klar, sicher. Von Atomenergie hat sich Europa mittlerweile größtenteils verabschiedet. Von Kohle bald auch. Aber ich meine, das kann ja nicht sein, dass die das wirklich ernst gemeint haben. Die haben sich wahrscheinlich gedacht, naja, okay, so wie die jetzt, naja, früher ist nichts passiert, deswegen geben wir das dorthin und es wird auch nicht noch was passieren und so. Und das ist dann in Ordnung. Und dann ist was passiert, aber die sind schon längst entweder in Pension oder tot, deswegen denen ist auch schon wurscht. Kampf gegen den Klimawandel sind erneuerbare Energien der entscheidende Hebel für unsere gemeinsame Zukunft. Solar- und Windenergie werden immer günstiger und immer mehr Menschen in Deutschland wechseln zu grünen Stromanbietern. Heute kommt schon über die Hälfte unseres Stroms aus Wind und Sonne. Diese enorme Recherche wurde durch zwei nachhaltige Sponsoren ermöglicht. Naturstrom liefert echten Ökostrom und bezieht ausschließlich erneuerbare Energien aus Deutschland. Gleichzeitig beteiligt sich das Unternehmen aktiv am Ausbau von Windparks und Solaranlagen. Für unter 7... Ich hab gar nicht gecheckt, dass das eine Werbung ist. What the fuck? Wir sind schon komplett drinnen in der Werbung. Was ist das für eine Werbung? Für 20-Jährige gibt es mit dem Naturstromstarter einen besonders günstigen Tarif. Ein Wechsel... Ey, holt euch den Naturstromstarter... Okay, das ist ein Stromanbieter. Oder wie? Ey, gönn euch das. Das ist eine coole Sache. Naja, aktuell ist das scheiße, weil Atomkraft ist am günstigsten und ist auch am effizientesten. Blöderweise hast du bei Atomkraft auch das ein oder andere Problem, beziehungsweise es ist auch viel, du hast keine perfekte Ressource, um Strom zum Beispiel zu erzeugen. Weil zum Beispiel bei Solarenergie, das ist super und es funktioniert auch gut, nur du brauchst halt extrem viel Platz, genauso wie mit Windrädern oder bei Windrädern muss halt immer der Wind gehen und sowas, bei Wasserwerken und sowas, du hast doch nicht überall Wasser und sowas. Atomkraft ist übelst teuer, ja, es funktioniert halt, ne? Und darum ist es halt so das Ding. Naturstrom ist der beste Ökostromanbieter, das sowieso. Ich glaube auch, dass sehr viel... mehr Forschung in der Zukunft viel mehr darauf, also viel effizientere Wege finden wird, um daraus halt das Maximum rauszuziehen. Aber aktuell sind wir da, also wir sind gerade in einem Wandel, nur es wird auch noch ewig lange dauern, bis halt Atomstrom oder Atomkraft generell komplett vom Erdboden verschwindet, beziehungsweise vom Erdboden wird es nicht verschwinden, also weil es ist ja immer noch hier. Um die Endlagerung von giftigen Stoffen gibt es bis heute keine finale Antwort. Es gibt Modelle, die Sicherheit für 100.000 Jahre attestieren. Es gibt aber... Vor allem dann passieren halt solche Sachen, na, wo dann ein Atomkraftwerk explodiert. Ich weiß nicht, wie lange das dann nicht bewohnbar ist, dieser Bereich, aber irgendwie 20.000 Jahre oder so. Auch einige, die so eine weite Vorhersage grundsätzlich anzweifeln. Markus Buser sieht einen Teil der Lösung in der Kreislaufwirtschaft. Also Produkte von vornherein so nie herzustellen, na, dass mehr recycelt aber halt in zigtausend Jahren erst. Werden kann und weniger giftiger Müll übrig bleibt. Er könnte sich auch ein Verbot von hochtoxischen Stoffen vorstellen. Dass man sagt, diese Stoffe werden nicht hergestellt. Die sind einfach zu gefährlich. Wir müssen uns was anderes überlegen in Bezug auf die Technik. Nach dem Ende der Deponierung will K+S das Deponiefeld mit Dämmen aus Salzgestein und massivem Beton abschotten. Das Verformen des Salzgesteins und die zusätzlichen künstlichen Barrieren sollen garantieren, dass die Abfälle über tausende von Jahren sicher eingeschlossen sind. Ja, das können dann die in der Zukunft das machen. Das Gift in der Deponie bleibt erstmal eine Sorge der fernen Zukunft. Hoffentlich bleibt der Super-GAU in den nächsten Jahrhunderten und Jahrtausenden aus. Abseits der Deponie sorgt K+S schon heute für ein akutes Umweltproblem. Die Lösungen, die sich der Konzern hat einfallen lassen, könnten wohl auch zum Risiko für die Untertagedeponie werden. Um das zu verstehen, müssen wir uns anschauen, womit K+S hauptsächlich sein Geld verdient. Ende des 19. Jahrhunderts brach an der Werra das Kalifieber aus. Imagine. 1894 standen im Werratal schon 10 Bohrtürme. Es entstand das größte Kaliwerk Deutschlands, die Gewerkschaft Wintershall in Heringen. Sie war eine Vorgängergesellschaft von K+S. Beim Abbau und der Verarbeitung von Kalisalzen entstehen Unmengen salziges Abwasser. Seit über 100 Jahren landet dieses Salzwasser in der Werra. Von dort fließt es über die Weser bis in die Nordsee. So ist, by the way, auch die Nordsee entstanden. Also damals gab es keine Meere, aber durch diesen Abbau... Selbst heute werden immer noch jedes Jahr Milliarden von Litern Salzwasser von K+S-Fabriken über Rohrleitungen direkt in den Fluss geleitet.
Das stimmt, by the way, nicht. Ich habe jetzt Angst, dass mich K+S anzeigt, weil ich behauptet habe, dass sie das Meer erfunden haben. Allein 2022 waren es gut 3 Milliarden Liter. Das ist der Großteil des gesamten Abwassers des Konzerns. Also an der Werra haben wir über Kilometer hinweg bis in die Oberweser hinein keinen Süßwasserfluss mehr. Wir hatten zum Teil Salzkonzentrationen, die weit über den Weltmeeren lagen. Da war es dann schon nicht mehr möglich, dass die Organismen, die wir in der Nordsee haben, dort existierten. Und wenn sie in sehr hoher Konzentration, so wie hier, Salz einleiten, dann wirkt es auf alle Organismen im Süßwasser giftig. Manche sterben sofort, manche werden nur verkrüppelt, manche können sich nicht mehr fortpflanzen, aber überall passiert die Katastrophe. Das ist Thomas Norgal vom Hessischen Bund für Umwelt und Naturschutz, kurz BUND. Schon 1912 war in Bremen, hunderte Kilometer flussaufwärts, das Trinkwasser wegen des K+S-Salzes gefährdet. 1913 wurden deshalb erstmals Grenzwerte gegen die Salzeinleitung festgelegt. Heute, über 110 Jahre später, gilt die Werra immer noch als der salzigste Fluss Europas. Wie kann das sein? Also wir sind fest davon überzeugt, dass K+S nur unter Druck handelt. Also wenn sie einem Unternehmen nicht wirklich sagen, hier wird es ernst gemeint mit dem Umweltschutz und du musst es machen, dann macht es das nicht. Und die Erfahrung, die wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, war ja sozusagen, dass es nicht gelungen ist, diesen Druck aufzubauen. Deshalb ist ja nichts passiert. Im Laufe des 20. Jahrhunderts gab es immer mal wieder neue Grenzwerte für die Werra. Die scherten damals aber weder K+S noch die zuständigen Behörden so richtig. Das ist so dumm. Würdest du dir denken, dass wenn du da reingehst, dass es einfach so der salzigste Fluss in Europa ist? What the fuck? Das schaut aus, als würden da einfach so hier ein paar Enten schwimmen, ein paar Fischlein und sowas. So schade, oder? In den 1940ern wurde zum Beispiel beschlossen, dass der Chloridgehalt der Werra keine 2500 Milligramm pro Liter überschreiten dürfe. In Zeiten der DDR lag der Wert laut einem Expertengremium nicht selten bei 25.000 Milligramm pro Liter. Gleichzeitig presste K+S sein Salzwasser von Beginn an teilweise in tiefe Gesteinsschichten. Das nennt man auch Versenkung. Schon in den 70ern war bekannt, dass dadurch das Grundwasser versalzen könnte. Die zuständigen Behörden erlaubten es dem Konzern trotzdem jahrzehntelang. Im April 2021 hat die Staatsanwaltschaft Meiningen ein Ermittlungsverfahren wegen Gewässerverschmutzung eingestellt. Auch wenn sie nicht genügend Gründe für eine Anklage feststellen konnte, sind einige der Ausführungen sehr bezeichnend. So hielt die Staats... Wie kann das sein? Also ich meine, wodurch sonst wird das verschmutzt werden? Ich meine, ja, natürlich, dann sind die nicht schuld, ne? Wenn das hier offiziell so... Na klar, dann war das der Peter von nebenan, der in dem einen Haus da gewohnt hat. Der hat immer Salz reingeschmissen. Anwaltschaft fest, das Verhalten des Konzerns sei in den 1990ern und bis ins Jahr 2006 teilweise durch Einschüchterung gegenüber Behördenvertretern, unabhängigen Wissenschaftlern und Journalisten geprägt gewesen. Es habe ein Regime aus Umdeutung von Messwerten und Behinderung wissenschaftlicher Erkenntnisfindung geherrscht, das vom Konzern koordiniert, betrieben und von den Behörden mitgetragen wurde. Jeder Bedienstete, der das Konzept der Versenkung damals in Frage stellte, musste mit Bloßstellung und persönlichen Angriffen rechnen. Der Konzern hätte auch immer wieder vor dem Abbau von Arbeitsplätzen gewarnt. Laut K+S seien diese Vorwürfe aus der Luft gegriffen. Es habe ein solches Verhalten nie gegeben. Auch die Staatsanwaltschaft konnte letztlich kein strafbares Handeln ausreichend nachweisen. Vor wenigen Jahren hat K+S die Versenkung von Salzabwasser komplett eingestellt. Okay, na immerhin. Miriam Müller, Dankeschön für die 1000 Bits. Vielen, vielen lieben Dank. Anfang der 2000er betritt die EU die Bühne. Die neu beschlossene Wasserrahmenrichtlinie regelt, dass bis spätestens 2027 alle Gewässer in Europa in einem guten Zustand sein sollen. Das wird an unterschiedlichen Kriterien festgemacht, wie zum Beispiel Salzgehalt oder dem Zustand der Fische und Flussbewohner. Mhm. Um das Salzproblem anzugehen, wird ein Expertengremium einberufen. Flussbewohner. Neben Kommunen und Ländern sind auch K+S und das Bundesumweltministerium. Ah, wirklich? Auch die Drachenlord-Kommune? Dabei. Sie empfehlen unter anderem, das Salzwasser mit einer Pipeline in die Nordsee zu transportieren. Doch die vielversprechende Idee wird nicht umgesetzt. Sie dauert zu lange, ist zu teuer und Niedersachsen sorgt sich um sein Wattenmeer. Ja, sowieso. Die haben ja auch gesagt, dass das Salzwasser zu salzig ist für die Wasserbewohner in der Nordsee. Deswegen, das war ja auch nicht gerade die beste Idee. Ich meine, da wird sich halt ausgleichen, weil
die Nordsee ist halt relativ groß, ne? Und deswegen ist es, wäre es dann besser. Es wäre besser als im Fluss, ne? Die Erde und das Leben sollte über, über die Wissenschaft gestellt werden. Es sollte mehr Gesetze in die Richtung geben. Ja, sowieso. Sowieso. Also ich verstehe nicht, wie das überhaupt passieren kann, dass das halt immer so genehmigt ist, dass man das halt macht, obwohl das halt dann potenziell, ne, hier einen negativen Effekt auf das Wasser hat. Ja, I don't know. Ist halt irgendwo schade. 2012 erhöht die EU den Druck. Sie eröffnet ein Vertragsverletzung. Vor allem ist es doch die Frage, wie viel Geld sie halt damit machen. Das wird mich jetzt interessieren. Geld, ja eben. Aber ich meine, jetzt so rein theoretisch, wenn ich jetzt eine Firma aufmache, die verkauft eben Fidget Spinner, ne? Ich meine, das wird bei weitem nicht so viel Geld sein wie das hier, aber halt so, imagine, du machst so 10% von dem Geschäft, hast aber so gut wie gar keine umweltschädlichen Sachen, an die du dich wendest. Das wäre dann doch irgendwie besser. Verletzungsverfahren gegen Deutschland, weil die Werra zu salzig ist. Es drohen Strafzahlungen von bis zu 750.000 Euro pro Tag. Deppert, okay. K+S reagiert diesmal mit wohin geht das Geld? Konkreten Plänen. 2014 wird ein Vier-Phasen-Plan aufgesetzt. Auf dessen Grundlage erscheint ein Jahr später der aber auf einmal geht's, ne? Sogenannte Masterplan Salzreduktion. Scheiße, wir müssen K+S Geld zahlen? K+S kündigt an, die Werra bis 2075 zum Süßwasserfluss zu machen. Der Master... Und der Weg, wie wir das machen, ist, wir schütten Zucker rein. Der Plan hat viele Facetten. Er basiert unter anderem auf neuen Abbautechnologien und dem groß angelegten 750.000 pro Tag. Transportieren von Salz. Seit 2018 ist zum Beispiel eine Anlage in Betrieb, bei der das Salz trocken aufbereitet wird. Dadurch entsteht weniger Salzwasser bei der Produktion. Das ist laut K+S ein zentraler Baustein ihrer Zukunftsstrategie. Seit ein paar Jahren rollen Lkw und Züge voller Salzwasser nach Niedersachsen. 42 Milliarden Liter überschüssiges Salzwasser sollen in den nächsten 20 Jahren in einem alten Bergwerk bei Hannover entsorgt werden. War damals mit dem Nichtraucherschutzgesetz in den Spielos auch so. Man hat sich lang nicht dran gehalten, bis die Strafen zu hoch wurden. Ich weiß gar nicht, wie das genau ist. Ich habe das mitbekommen, in Österreich war das so, dass sie Nichtrauchergesetze auch, also das Nichtrauchergesetz oder wie auch immer das dann war, du darfst nicht innerhalb von einem Lokal rauchen. Punkt. Also theoretisch waren davon auch alle Shisha-Bars und sowas halt betroffen. Ich glaube, es gibt jetzt irgendwie eine Änderung oder so. Entschuldigung, weil ich bin mir nicht sicher, wie die das dann gemacht haben, aber ich kann mich noch erinnern, dass dann extrem viele Leute damals gedacht haben oder auch schließen mussten, zumindest kurzzeitig, ihre Shisha-Bars, weil es war einfach nicht mehr erlaubt. Das heißt, wenn ich einen Laden aufgemacht habe oder schon betrieben habe und ich bin der einzige Typ da drin in dem Laden, ich betreibe das komplett alleine und mir macht das nichts aus und ich finde das sogar cool oder ich möchte da so viel Shisha rauchen oder sowas, mir ist das scheißegal, dass der Rauch da ist, dann darf ich das nicht machen zu meiner eigenen Gesundheit. Und das war dann quasi so das Ding. Also ich verstehe 100%, dass man, also damals gab es auch oft so eigene Raucherbereiche und sowas für Restaurants, was ich besser finde, als wenn du halt im ganzen Restaurant rauchen dürftest, weil halt Rauchen und zum Beispiel Essen gleichzeitig, das ist halt nicht immer angenehm. In Österreich darfst du auch im Lokal rauchen mit einem Raucherraum, musst du nur abgetrennt werden. Also ich weiß noch, wir waren damals immer im Coffeeshop und da gab es einen Nichtraucherbereich und den haben sie dann entfernt, weil das sowieso egal war. Du durftest dort nicht mehr rauchen. Durftest du nicht mehr. In manchen Restaurants darf man aber dampfen. Ich weiß nicht, was aktuell so das Gesetz ist in Österreich oder wie die das dann gehandhabt haben. Aber ja, wie gesagt, also wenn du eine Shisha-Bar betreibst, Und dir das nichts ausmacht, dass deine eigene Shisha-Bar ist, aber halt dann auf einmal darfst du das nicht mehr machen, weil sonst würdest du deine Gesundheit gefährden und sowas. Wenn ich mich halt dazu beschließe, das trotzdem zu machen, dann, weißt du, dann würde ich mich halt da schon verarscht fühlen. Ich verstehe es halt mit den Angestellten, dass du sagst so, die sollten nicht die ganze Zeit dem Dampf ausgesetzt werden und so. Ich meine, dann würde ich mich halt sowieso erstmal nicht bewerben in deiner Shisha-Bar, aber ihr wisst, was ich meine. Die EU gibt sich mit den Plänen vorerst zufrieden und stellt 2019 ihr Vertragsverletzungsverfahren ein. Trotzdem erhöht sich der Druck auf K+S weiter. Dieses Mal allerdings aus der eigenen Belegschaft. Denn kann das Salzwasser nicht ausreichend reduziert werden, muss der Konzern notfalls seine Produktion herunterfahren. Das ist in den letzten Jahren immer wieder passiert.
Die rund 1800 Angestellten des Werkes mussten dann zum Beispiel ihren Resturlaub aufbrauchen. Oh. Insgesamt hat sich die Situation an der Werra in den letzten 20 Jahren aber tatsächlich verbessert. Im Jahr 2000 ist mit 6 Milliarden Litern jährlich noch doppelt so viel Salzwasser in dem Fluss gelandet wie heute. Auch der Grenzwert von 2500 Milligramm Chlorid wird seit 2000 größtenteils eingehalten. Das ist aber bei weitem noch nicht genug. Also für den Rhein, glaube ich, ist der Wert für Chlorid auf 50 Milligramm festgesetzt. Was man aber sieht, ist, dass wenn wir hier in einem Bereich sind, wo auf großer Strecke weit über 1000 Milligramm im System sind, dann sind wir völlig jenseits von Gut und Böse. Imagine einfach mal 20 Mal über dem Grenzwert. Was kannst du überhaupt als Mensch zum Beispiel konsumieren? 20 Mal über dem Grenzwert, was für dich nicht lebensgefährlich wäre. Es wurden viele Ideen. Imagine 20 Mal so viel Koffein, 20 Mal so viel Zucker, 20 Mal so viel Salz. Einfach 20 Teelöffel Salz oder wie viel auch immer man da am Tag konsumieren kann. Also Teelöffel ist jetzt übertrieben, aber weißt du, 20 Mal so viel Koks, wie der Arzt verschreibt, ja, das wäre nicht gut. Und Vorschläge präsentiert. Einige wurden umgesetzt, andere wieder verworfen. Die wichtigsten Maßnahmen des Masterplans stehen aber erst in den Startlöchern. Ja, selbst Wasser wäre dann zu viel. Imagine, wie viel soll man trinken am Tag? So 2 Liter ungefähr als Erwachsener? So ungefähr, ne? Imagine, einfach 20 mal 40 Liter. Und es offenbart sich ein wackeliges Fundament des gesamten Plans. Cannabis. Das Problem ist nur, dass alles das, was da als Lösung drinsteht, sich bis heute als extrem problematisch erweist. Es ist eben nicht die Lösung. K+S und auch die Bundesländer setzen darauf, dass 2 Elemente realisiert werden. Klappt eines dieser Elemente nicht? Ja, entweder das links oder einer muss in die Grube springen. Könnte der Traum von einer sauberen Werra platzen. Eine der Maßnahmen hängt mit dem Monte Cali zusammen. Die zweite wurde bisher von den Behörden gestoppt. Aus Sorge um die Untertagedeponie. Das ist bei der Werra auch ein neues Modell, was sie sich überlegt haben. Und da hier ist die Stadt. Und das ist quasi die Übertagedeponie. Und dass man es dann einfach irgendwo über der Stadt lagert. Da wäre ich auch dafür. Der Masterplan. Wir werden alles anzünden und hoffen, dass nichts passiert. Hat schon mal der wer ausprobiert? Monte Cali besteht aus 240 Millionen Tonnen unbrauchbarem Natriumchlorid, also Kochsalz. Es ist mit Ton- und Gesteinspartikeln verunreinigt und kann nicht weiter verwertet werden. Allein in Hessen hat K+S 3 große und mehrere kleine solcher Salzberge aufgeschüttet. Philippstahl! Es gibt noch mehr in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Achso, Philippstahl. Diese Berge helfen K+S, ihr überschüssiges Salz loszuwerden. Philippstahl. Sie schaffen dadurch aber auch ganz neue Probleme. Wenn es regnet, kann sich das aufgetürmte Salz lösen. Dadurch sickert wiederum Salzwasser in den Boden und versalzt zusätzlich Flüsse wie die Werra. Wer hat gesagt, yo, weißt was? Weißt was? Wir machen einfach einen fetten Haufen davon. Dann wird schon nichts passieren. K+S weiß das. Der Konzern will die Salzberge deshalb mit Folien abdecken und anschließend mit Bäumen, Sträuchern und Rasen begrünen. Das ist aber, wenn du Scheiße, na gut, Scheiße willst du jetzt nicht unter den Teppich kehren, aber wenn du einfach Dreck unter den Teppich kehrst und dann sagst, naja, schau dich an. Also wenn man das rein theoretisch durchspielt, dann ist das natürlich gut. Wenn ich sage, ich habe einen Salzberg, da kommt unten Salzwasser raus. Wenn ich dem sozusagen einen Deckel drüber mache, dann kommt unten kein Salzwasser mehr raus. Soweit ist es ganz einfach. In Bockelow bei Hannover hat K+S vor über 20 Jahren mit der Begrünung eines Kalibergs begonnen. Hier ist die Abdeckung nach starkem Regen einfach abgerutscht. An der Werra wird seit 2 Jahren ein Berg bei Hattorf begrünt. Zuvor ist er in nur 1,5 Jahren um 6 Meter abgesackt. Diese Bewegungen könnten die Folien beschädigen. K+S sagt, die Eignung und Tauglichkeit der Abdeckung wäre umfangreich untersucht und genehmigt worden. Stimmt, weil ja safe, das Ökosystem auf so einem Berg aus Salz wird ja auch nicht ganz stabil sein, oder? Ja, anscheinend schon. Sie weisen aber auch darauf hin, dass dieses Verfahren mit Kunststoffabdichtungen an den Flanken der Berge wegen der dort wirkenden Kräfte nicht funktioniert. In Heringen muss ein ganz neues Verfahren benutzt werden, weil die Hänge so steil sind. Also Deponiefolien, die man hier auch verwendet, werden wohl vom TÜV ausgelegt für mindestens 30 Jahre. Das Unternehmen hat gesagt, sie gehen davon aus, sie halten 100 Jahre.
Wir brauchen aber Dimensionen, die weit über 1000 Jahre halten. Laut K+S sind die begrünten Salzberge die effizienteste und nachhaltigste Lösung für das Salzproblem. K+S verdient aber auch Geld mit diesem Verfahren. Als Grundlage für die Begrünung werden Bauschutt und Bodenaushub benutzt, also wieder Müll. Für die Entsorgung wird der Konzern vergütet. Allein mit der Abdeckung in Neuhof hätte K+S laut Berechnungen einer Bürgerinitiative rund 3 Milliarden Euro verdienen können. Selbst wenn es deutlich weniger wäre, zeigt sich der Trend, dass K+S scheinbar jede Möglichkeit nutzt, um mit der Entsorgung von Müll Geld zu verdienen. 2023 wurden die Pläne dieser Begrünung dann aber wieder fallen gelassen, weil Bürger und Kommunen sich gewehrt haben. Für die Abdeckung hätten täglich 150 Lkw den Berg angefahren und das über 100 Jahre lang. K+S will sich jetzt etwas Neues für die Halde einfallen lassen und versucht mit Gemeinden und Umweltverbänden einen Kompromiss zu erarbeiten. Naturschutzverbände fordern, die riesigen Berge wieder vollständig abzubaggern und unter Tage zu bringen. Diesen Vorschlag hält der Konzern für nicht wirtschaftlich und physikalisch unmöglich. Aktienkonzerne versuchen meistens, den günstigsten Weg zu finden, um ihren Investoren große Renditen zu gönnen. So müssen Unternehmen aber nicht geführt werden, wie der Mobilfunkanbieter WeTel demonstriert. Ihr könnt zum Beispiel 2BG... What the fuck, das ist die zweite Werbung in dem Video? Die bingen, stundenlang telefonieren und gleichzeitig die Energiewende nach vorne bringen. Als Purple. Junge, Simplicismus macht hier ordentlich Cash. Ey, gönnt euch das auch noch. Was auch immer das ist hier. WeTel. WeTel, das habe ich doch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Zwei verschiedene. Aber ja gut, das ist ja auch ein langes Video, oder? Ist ja auch ein langes Video, kann man gerne so machen. Und die Werbung ist jetzt auch nicht so lang. Ey, funny, Alter. Gönnt euch das und werdet zufriedene Menschen. Wie wär's damit? 40 Euro werden euch geschenkt, wenn ihr einfach nur das auf die Webseite läuft geht. Läuft offensichtlich nicht reibungslos. Aber K+S hat in seinem Masterplan noch die zweite vielversprechende Maßnahme. Sie hat mit diesem alten Bergwerk auf der anderen Seite der hessisch-thüringischen Grenze zu tun. Dort liegt die Grube Springen. Hier soll Salzwasser hineingepumpt werden. Genau genommen ist es eine aufbereitete Stapellösung, der Einfachheit halber sprechen wir aber weiter von Salzwasser. Rund 2 Milliarden Liter sollen jedes Jahr hier runter. Wir erinnern uns, in der Werra landen aktuell knapp 3 Milliarden Liter pro Jahr. Wenn man die woanders hinpacken könnte, dann wäre die Werra entlastet. Das wäre also ein großer Schritt. Aber die Grube Springen liegt in direkter Nachbarschaft zum giftigsten Ort der Welt. Sie ist nur wenige Kilometer von der Untertagedeponie Herfahrneurode entfernt. Ey, gibt's da irgendjemanden, der dort wohnt? Karawaldoster, bring mich nicht in Verlegenheit. K+S behauptet, das sei kein Problem. Das Wasser muss in die Grube springen. Der Konzern hat in den letzten Jahren Das ist kein Problem, aber Salz ohne Wasser, also unter Grund zu bringen, wäre ein großes physikalisches Problem. Wie macht das Sinn? Untersuchungen durchgeführt und die. Ich meine, ich weiß nicht, die werden sich schon was überlegt haben dabei, aber ich meine, irgendwie wäre das doch. Wäre das nicht irgendwie einfacher? Ich meine, Salzwasser zu transportieren, ja, okay, das kannst du durch so eine Schleuse schicken und sowas, aber ich meine, Salz kannst du auch einfach, da fährst du mit dem LKW hin, machst dann piep, 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 na, fährst zurück, dann haust du es da drauf, dann fährst du darüber in die Grube springen und machst den hier. Und auf einmal ist das alles da drinnen. Es geht nur um die Kosten. Maybe, I don't know. Behörden mit hoch... Physikalisch ist es nicht möglich, weil wir in unserem Geldtresor tatsächlich nicht genug... Ey, ich will das hier nicht so in den... ich will das hier nicht so verarschen, weil die werden mich hier noch anzeigen oder sonst was, aber ich lasse mich darauf nicht ein. Das Cover des Antrags ist fiktiv, ne? Nur, dass ihr es wisst. Also das ist kein echtes Cover. Das hier ist tatsächlich KI-generiert. Das ist nicht real. Komplexen Anträgen zugeschüttet. Doch bis jetzt gibt es kein grünes Licht. Die Behörden haben externe Gutachter beauftragt, um sich die vielen Unterlagen genauer anzuschauen. Obwohl es für K+S um so viel geht, werfen ihre Beweise, Annahmen und Berechnungen offenbar viele Fragen auf. Einige der Angaben wirken teils widersprüchlich. Zwischen den thüringischen und hessischen Bergwerken soll es zum Beispiel einen Sicherheitsbereich geben, in dem nicht gebaggert werden darf. Dieser Puffer soll die Stabilität gewährleisten und verhindern, dass Wasser oder Gase auf die jeweils andere Seite gelangen. Auf Abbildungen in den Antragsunterlagen ist der Bereich durchgehend 200 Meter dick. Im Text steht, es seien mindestens 150 Meter. Es gäbe aber auch Stellen, an denen es nur 147 oder 142 Meter sein könnten.
Ein Gesetzentwurf von 1984 deutet darauf hin, dass die wichtige Sicherheitsbarriere stellenweise nicht einmal 100 Meter dick sein könnte. Die Gutachter können aufgrund der Berechnungen durch K+S nicht ausschließen, dass Milliarden von Liter Salzwasser in diesem Bergwerk keine sicherheitsrelevanten Auswirkungen haben könnten. Diese Gutachter sind sich bewusst, dass das Experiment falsch und schlecht ausgehen kann. Ist das ein Experiment? Das ist ein Experiment. Also das, was hier passiert, ist ein Experiment im Maßstab 1:1. Und der Ausgang ist nicht bekannt. Laut Buser könnte sich das Salzwasser Schritt für Schritt seinen Weg durch den Untergrund bahnen, den Sicherheitsbereich auflösen, rüber in die hessischen Bergwerke fließen und schließlich bei der Untertagedeponie anklopfen. Also dann haben sie eben das Wasser nicht von oben oder von unten, sondern sogar noch von der Seite. Also ich muss sagen, das ist für mich ein ganz schlecht durchdachtes Projekt. Also man denkt nicht an die langfristigen Konsequenzen, sondern meint, man kann das für wenig Geld, dieses Projekt realisieren und nimmt in Kauf, dass eben langfristig Probleme entstehen, die dann die Allgemeinheit bezahlen muss. Bis heute stehen die Behörden auf der Bremse und geben vorerst kein Einvernehmen. K+S liegt hinter dem Zeitplan. Eigentlich wollte der Konzern schon seit 2022 Salzwasser in der Grube entsorgen. Im Mai 2023 hat K+S überarbeitete das fiktive Antragsunterlagen vorgelegt, die derzeit noch geprüft werden. Die zuständige Behörde hat uns gesagt, dass sie ihr Go nach wie vor nur geben wird, wenn die Sicherheitsbarriere dauerhaft und zuverlässig gewährleistet ist. Ja, okay, aber das kann man halt nicht. Deswegen werden sie das nicht machen. Gibt es vielleicht eine andere Grube oder sowas, wo wir das hingeben können? Du hast ja dann immer das gleiche Problem. Also die haben Angst, dass wenn wir das Wasser irgendwo anders hintransportieren, dass es sich dann von dort aus ausbreiten könnte. Okay, dann kannst du es halt wirklich nirgendwo hingeben. Dann kannst du es wirklich nur noch in die Nordsee geben. Aber die haben halt obviously auch Angst um die Nordsee, um die Viecher, die dort leben, weil das Wasser einfach zu salzhaltig ist. Und das sind dann wahrscheinlich auch mehr Kosten, deswegen lassen wir es einfach gleich sein, oder wie? Ungefähr so. K+S ist aufgrund ihrer Untersuchungen weiter überzeugt, dass dies der Fall ist und die Einstapelung keine Gefahr für die Untertagedeponie darstellt. Zur unterschiedlichen Dicke der Barriere sagt uns K+S, dass erst seit der Wende mindestens 200 Meter gelten. Davor waren es 100 Meter. Bis zur Genehmigung soll Salzwasser weiter in Zwischenspeichern, entfernten Bergwerken oder der Werra entsorgt werden. Ab 2028 soll mit der Umstellung einiger Werke auf trockene Abbauverfahren kein Salzwasser mehr in der Werra landen. Was der Plan ist, wenn die Genehmigung bis dahin oder gar nicht kommt, hat uns K+S nicht klar beantwortet. K+S hat sich über 100 Jahre zum größten Salzproduzenten der Welt hochgewirtschaftet. Dabei hat der Konzern eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Er hat Regionen mit riesigen Salzbergen zugepflastert, einen idyllischen Fluss in einen Abwasserkanal verwandelt und Grundwasser versalzen. Wer phasenweise nicht mitziehen wollte, wurde offenbar teilweise eingeschüchtert. So konnte K+S sein dreckiges Business ungehindert über Jahrzehnte durchziehen. Lösungen und Sicherheitskonzepte wurden oft erst nach massivem Druck vorgestellt. Es werden fantastische Zukunftsszenarien mit tollen Maßnahmen gezeichnet. Wir machen den Berg einfach grün und pumpen das ganze Salzwasser in diese Grube, die auf keinen Fall viel zu nah an unserer Giga-Giftmülldeponie liegt. Mhm. Weil die Wände sind auf jeden Fall wahrscheinlich eventuell dick genug. K+S nimmt scheinbar sogar eine riesige Giftsuppe in Kauf, die kommende Generationen im Worst Case vor unfassbare Herausforderungen stellen wird. Ja, ich glaube, bei vielen Sachen in der Welt, die abgehen, hofft man darauf, dass die Technologie in Zukunft besser sein wird oder dass man auf irgendeine Idee kommt, irgendwas einzudämmen. Deswegen kann man jetzt halt Müll produzieren und die in der Zukunft, die werden das schon irgendwie herausfinden. Nach uns die Sinnflut. Also was ich zusammengebaut habe, ist in die Folge davon, sozusagen, dass man versucht hat, jahrzehntelang dieses Thema Umwelt nicht wirklich ernst zu nehmen. Also dudes call me Eddie. Und jetzt ist sozusagen dann immer mehr Dampf im Kessel, das muss man schon so sagen. Entweder wird es jetzt sozusagen Schritt für Schritt gelöst oder aber sozusagen das Unternehmen hat ein Existenzproblem.
2022 hat K+S Umsatz- und Gewinnrekorde verbucht. Okay, der Umsatz okay. ist um über 2 Milliarden auf 5,7 Milliarden Euro gestiegen. Russland ist einer der größten Kali-Produzenten der Welt. Durch den Ukraine-Krieg hat K+S eine noch entscheidendere Rolle bekommen. Wann? Aber K+S können doch einfach ins Casino gehen, einmal alles auf Rot setzen, gewinnen und dann durch diesen Gewinn die Umleitung vom Salzwasser finanzieren. Wenn nicht jetzt, in eine bessere und saubere Zukunft investieren. Cheers. Ja, scheiße, oder? Super ist das nicht, gutes Video. Was sagt man dazu? Naja, ich, wie gesagt, es ist ein riesengroßes Problem und ich hoffe, dass in Zukunft bessere oder Lösungen dafür gefunden werden, die tatsächlich dann auch genehmigt werden und die tatsächlich auch umgesetzt werden und so. Ich glaube nur, wie gesagt, dass das erst der Anfang von Problemen sein wird, die es in der Zukunft geben wird, weil wenn du dir so denkst, das ist eine Sache, die gibt es schon ewig lange. Ich habe noch nie was davon gehört. Es gibt ganz sicher irgendwo um mich herum auch gerade irgendwelche Untergrundlager für, weiß ich nicht, zum Beispiel Atommüll oder sonst was, von denen ich nichts weiß. Und dann wird es irgendwann mal so heißen, jo, irgendwas davon ist jetzt in die Luft gegangen. By the way, du musst jetzt umziehen und kannst nie wieder in dem Land leben, wo du vorher gelebt hast. Super ist es nicht, ne? Aber Menschheit halt, ne?